Guten Tag und herzlich willkommen im Saumagen Beratungsstudio. Da meine Hannelore und ich gerade den Kochlöffel schwingen und kulinarischen Hochgenüssen entgegenfiebern, sprechen Sie Ihren Rezeptvorschlag bitte nach dem Essenskong aufs Band und wir rufen gern und umgehend zurück. Sehr geehrter Anrufer, nach dem nun folgenden Einheitstun haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Nachricht einen Beitrag zur Vereinigung von Anruf und Rückruf zu leisten. Also, wohlan. Also, herzlich willkommen beim Gesundheitsberatungstelefon. Leider sind unsere Spezialisten alle erkrankt. Räuspern Sie Ihre Krankengeschichte aufs Band und Sie erhalten in kürze Nachricht. Dieses Band wird mehrmals täglich abgehustet. Hallo, eben noch im Urlaub und jetzt schon auf meinem Anruf beantworte. Seien Sie mein nächster Kandidat bei der tollen Rückrufshow. Hinterlassen Sie mir einfach eine Nachricht und gewinnen Sie eine tolle Überraschung. Ob ich zurückrufe? Lass dich überraschen! Äh, hallo, äh, Sie haben die Geheimnummer von Papst Boris und äh, Noah Gabriel gewählt. Äh, äh, leider können wir gerade nicht ans Telefon, aber wenn wir fertig sind, ne, äh, dann rufen wir gern zurück. Absolut. Ne? Guten Tag, liebe Tierfreunde. Ich habe euch heute etwas ganz besonderes angeschlossen. Einen Anrufbeantworter. Diese kleinen possierlichen Geräte aus dem breiten Asiens haben die Angewohnheit zu piepen, wenn sie wild auf Informationen sind. Füttern Sie sie aber bitte erst nach dem Essensgong. Dankeschön. Ey, kennt der Anrufbeantworter, ey? <laughs> ey, voll die Seuche, eh, aber normal, eh, du rufst hier an, und ich bin nicht da, aber scheiße, eh, aber normal, ne? Er musste einfach was aus Band labern, bo, so, laber, laber, laber. Ey, und danach, bo, geil, ey. Ey, da ruf ich zurück, eh, bo, super. Ja, guten Tag aber auch. Sie reden gerade mit meinem Anrufbeantworter. Das ist nicht schlimm, das tut auch nicht weh, denn äh, ich bin gar nicht zu Hause. Vielleicht bin ich aber doch zu Hause und heb erst dann ab, wenn ich höre, wer anruft. Man weiß es nicht. Tschüss. Guten Tag, Sie sprechen mit dem Anrufbeantworter des Kanzlerbunkerlos. Wir sind unterwegs und machen gerade die SaumarkenDiät. diät Wir essen alles außer Saumarken. Wenn Sie einen besseren Diätvorschlag haben, sprechen Sie diesen doch bitte nach dem Signalton auf Band. Dankeschön. Guten Tag, liebe Literaturfreunde! Ich könnte Ihnen jetzt Bände über den Anrufbeantworter im Allgemeinen und Speziellen erzählen, aber ich fasse mich kurz. Tun Sie es auch, und zwar nach dem Pfeifton. Äh, hallo und äh, herzlichen Glückwunsch, ne? Äh, weil du bist der hundertste Anrufer, ne? Äh, und der hundertste Anrufer, der hat eine Reise zu mir nach Wimbledon gewonnen. Äh, damit ich aber weiß, wer du bist und äh, wenn du auf die Reise mitnimmst, musst du mir was aufs Band sprechen. Absolut, ne? Grüß Gott, hier ist Erika Berger. Hallo. Wer hier anruft und nicht spricht oder schon einmal angerufen hat und nicht gesprochen hat oder Anrufe in den Verkehr bringt, die es nicht gegeben hat, der wird mit einem Rückrufboykott nicht unter fünf Jahren belegt. Ah, guten Tag. Sie haben gerade eine Einheit verplempert, aber es wäre schön, wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Denn dann hätte ich das Geld für dieses Gerät nicht umsonst ausgegeben. Und sprechen können Sie jetzt. Guten Tag, der von Ihnen angewählte Anschluss ist zurzeit leider nicht besetzt. Zur Vermeidung von Risiken und Nebenwirkungen sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Klinikon. Guten Tag, Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie nach dem Pfeifton sagen, kann für einen Rückruf verwendet werden. Sollte es Ihnen aufgrund von Mittellosigkeit oder anderen von Ihnen erfundenen Gründen nicht möglich sein, nochmals anzurufen, wird Ihnen von diesem Anschluss aus ein Pflichtrückruf gestellt. Endlich ist es wieder soweit und es gibt ihn wieder. Den Rückruf Super Royal Express. So einfach und so schnell wie noch nie hinterlassen Sie einfach nach dem eigens für dieses Verfahren entwickelten galaktischen Signalton die Nachricht Ihrer Wahl und Sie erhalten unseren patentierten Rückruf Super Royal Express. Lieber Steuerzahler, Sie haben den Anschluss von Theo Weigel in Lichtenstein gewählt. Da ich hier nur eine Briefkastenfirma betreibe, bitte ich Sie, nach dem Signalton eine verschlüsselte Nachricht zu hinterlassen. Dieses Band wird mehrmals täglich dechiffriert. Dankeschön. Grüß Gott, liebe Freunde! Ich bin gerade in einem himmlischen Wirtshaus. Bitte hinterlassen Sie mir nach dem Engelsreigen eine Nachricht. Ich werde mich dann auf spirituellem Wege bei Ihnen melden, spätestens aber bei der nächsten Seance. Dankeschön. Willkommen beim Kurzprosatelefon. Sie hören nun das Werk eines jungen Dichters. Anschließend dürfen Sie gerne Ihre eigenen Gedichte auf Band hinterlassen. Mit einem Rückruf von uns können Sie in jedem Fall rechnen. Und nun das Werk eines musikalischen Talents. Es heißt Signalton. Christen und Christinnen, hier ist das Beichttelefon des Vatikans. Die Beichtministranten sind zurzeit bei der Ministrone. Sprechen Sie deshalb Ihre Beichte auf das geheiligte Band und die Absolution wird Ihnen per Nachname zugesandt. Amen. seit ich nicht mehr reise äh, außenminister bin fliege ich noch viel mehr in der welt herum bitte haben sie für meine abwesenheit genauso viel verständnis wie für meinen nachfolger und sprechen sie nach der startfreigabe ready for takeoff liebe boxfreunde hier spricht euer halbschwergewichtsmeister da ich gerade mit meinem Trainer Manfred Wolke die einer Kombination trainiere, können Sie nach dem Rundjung gerne dieses Fliegengewicht von Anrufbeantworter herausfordern. Sollten Sie sich versprechen, bekommen Sie eine Revanche, wenn Sie nochmals anrufen. Danke. Hallo Leute, keine Panik, hier ist wieder euer Udo. Ich habe gerade wieder mächtig Leitcreme unter der Sohle und fahre mit dem Sonderzug hinter den Horizont, wo es weitergeht. Wenn ihr eine Nachricht für mich habt, singt mir was aus Pan, und wenn ich wieder da bin, singe ich zurück. Tschüss dann. Ja, grüß Gott, äh, liebe Fußballfreunde, hier ist der Kaiser. Äh, das Motto ist immer noch flach spielen und äh, Hochgewinnen. Und wenn Sie jetzt nicht bauen, äh, haben Sie die Möglichkeit, einen verbalen Freistoß auf dieses Band zu schießen. Äh, bei langen Verbalattacken, die ins Abseits gehen, gibt es allerdings die gelbe Karte. Und äh, ob ich dann zurückrufe, schauen wir mal. Hallo Seffe! Guten Tagenen. Hier ist ein automatischen Bandmaschine von Ali. Ali ist der nächste zu Haus. Ist er auf große Baustelle. Aber kannst du dem Ali Nachricht hinterlassen. Ruf den Ali bestimmt zurück.